Servus. Wir wollen uns heute mit der Pulsoximetrie beschäftigen, als eines der häufigeren Verfahren in der Medizin. Ihr seht hier auch schon eine kleine Besonderheit. Wir haben einmal das Corpuls 1 und das Corpuls 3T dabei. Das liegt daran, dass beide Geräte standardmäßig die gleichen Werte erfassen können. Andi, möchtest du uns einmal kurz erzählen, welche Werte sind das eigentlich? Gerne. Beide Geräte können standardmäßig selbstverständlich die Sauerstoffsättigung anzeigen. Das Ganze wird grafisch unterstützt durch die Blathkurve. Ebenfalls angezeigt wird uns die periphere Pulsfrequenz und ein Perfusionsindex als Qualitätsindikator für die Messung. Zusätzlich lässt sich bei der Sauerstoffsättigung ein dynamischer Pulston einstellen. Dieser ermöglicht es rein durch Gehör wahrzunehmen, wenn sich die Sauerstoffsättigung verändert, indem sich eben auch die Tonhöhe verändert. Verena, welche Sensoren werden denn für diese Messungen vorgehalten? Als erstes haben wir hier jetzt einmal den Mehrweg-Fingerclip. Das ist auch tatsächlich der Sensor, den ich am meisten benutze. Den legen wir an beim Patienten an der nicht dominanten Hand, weil da am wenigsten Hornhaut ist, und dann entweder am Mittelfinger oder am Ringfinger. Das liegt daran, dass bei Erwachsenen das letzte Fingerglied vom Mittel- und Ringfinger annähernd gleich groß ist und wir damit die besten Messbedingungen haben. Als nächstes hätten wir den Ohrclip. Der wird am Ohrläppchen angebracht. Und zu guter Letzt noch den Klebesensor. Hierbei handelt es sich um ein Einwegprodukt. Und es gilt zu beachten, wenn er an der Messstelle angebracht wird, dass sich Lichtquelle und Sensor gegenüberstehen. Bei allen Sensoren solltet ihr einmal beachten, dass die Messstelle auch ausreichend perfundiert ist und vor allem auch sauber. Gegebenenfalls kann man die natürlich vorher auch reinigen. Beim Fingerclip lässt sich noch dazu sagen, es ist auch problematisch, den zu nutzen, wenn da ein Kunstnagel drauf ist oder Nagellack. Beim Checken empfiehlt es sich auch immer, darauf zu achten, ob der Stecker vom Sensor auch tatsächlich an das Stammkabel vom Gerät passt. Dann schauen wir uns jetzt gemeinsam die Anzeige- und Einstellmöglichkeiten am Corpuls 1 an. Wir haben hier mal ein Oximetrie-Setup vorbereitet. Wir sehen oben die Sauerstoffsättigung, in der Mitte die periphere Pulsfrequenz und rechts außen den Perfusionsindex. Im unteren Bereich schön zu erkennen die Anzeige der Blathkurve bzw. der Pulswellenkurve. Die Sauerstoffsättigung ist ein prozentualer Wert. Das Gerät nimmt das im besten Fall mit Sauerstoff gesättigte Hämoglobin und setzt ins Verhältnis zu dem Hämoglobin, welches nicht besetzt ist. Das Ganze lässt sich ergänzen durch einen dynamischen Pulston. Wenn der aktiviert wird, reicht nicht nur der Blick aufs Gerät, sondern ich kann auch durch reines Hören eine Veränderung der Sauerstoffsättigung wahrnehmen. Neben der Sauerstoffsättigung sehen wir die periphere Pulsfrequenz. Diese wird in Puls pro Minute angegeben. Hier gilt es zu beachten, dass die periphere Pulsfrequenz eben wirklich nur das periphere Signal widerspiegelt und es muss nicht unbedingt der Herzfrequenz entsprechen. Hier unten sehen wir auch die Pulswellenkurve. Auch da können wir noch einmal den Pulsschlag selbst sehen. Andererseits können wir durch die Amplitude der Kurve auch Aussagen zur Perfusionsqualität treffen. Wenn ich eine hohe Amplitude der Kurve habe, habe ich eine bessere Perfusion. Wenn ich nur eine niedrige Amplitude habe, ist die Perfusion eher schlechter. Um das Ganze aber nochmal besser beurteilen zu können, können wir uns auch oben rechts auf den Perfusionsindex berufen. Der kann Werte zwischen 0,1 und 20% annehmen. Und ich kann hier einmal beurteilen, ist die Messstelle überhaupt ausreichend perfundiert, um da wirklich ein qualitativ gutes Messergebnis zu haben. Andererseits kann ich es auch super als Trendparameter nutzen, um zu schauen, wie verändert sich denn die Perfusion vom Patienten, wird sie besser oder schlechter. Was wir auch machen können, ist noch weitere Einstellungsmöglichkeiten über das Menü. Andi, möchtest du uns das einmal zeigen? Gerne, jawohl. Über Menü gelange ich zu den erweiterten Oximetrie-Einstellungen. Hier fällt vor allem mal Fastzeit ins Auge. Wenn ich das aktiviere, verkürze ich die Mittelungszeit, die der Sensor braucht, um den Durchschnittswert zu errechnen. Es ist vor allem dann interessant bei Patienten, bei denen ich die Veränderung rasch erkennen möchte. Was ich hier ebenfalls verändern kann, ist die Empfindlichkeit. Standardmäßig ist diese auf normal eingestellt, was auch im Großteil der Fälle völlig ausreichend ist. Es kann jedoch auch sein, dass ich einen Patienten mit einer schlechten Perfusion habe. Hier könnte ich zum Beispiel die Empfindlichkeit auf Max verstellen. Dadurch habe ich einfach eine bessere Auswertung. Eine weitere Option wäre die Empfindlichkeit auf APOD zu ändern. Das steht für Adaptive Probe of Detection. Hier erkennt das Gerät schneller, wenn der Sensor verrutscht. Ist also besonders gut geeignet bei Kindern oder agitierten Patienten. Um es noch einmal kurz zusammenzufassen, es ist wichtig, die Messstelle richtig auszuwählen und vorzubereiten, den richtigen Sensor zu wählen und gegebenenfalls die Einstellungen auch für den Patienten entsprechend anzupassen. Wir konnten euch heute die Standardoximetrie zeigen. Für die erweiterten Optionen der Rainbow-Technologie einfach das andere Video anklicken.
Apropos anklicken. Abonniert auch gleich unseren Kanal, dann verpasst ihr nichts. Und danach läutet ihr die Glocke. Wir würden uns freuen, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Kritik einfach unten in die Kommentare schreibt. Bleibt uns noch ein freundliches Servus. Servus.